Ladies and gentlemen, John Kerry. Meine Damen und Herren, John Kerry hat vor kurzem gesagt, dass die Klimakrise die junge Generation gefährdet, indem die ältere Generation sich ihrer Verantwortung entzieht. Und das haben wir auch gehört von den beiden jungen Klimaaktivistinnen. Wir wollen nun zu dem Thema der diplomatischen Ebene zurückkommen. Was können wir auf diplomatischer Ebene tun, um das zu ändern? Und insbesondere, wie kann die transatlantische Zusammenarbeit diese Probleme lösen? Unsere nächste Paneldiskussion heißt Game On für transatlantische Bestrebungen im Bereich erneuerbare Energien. Meine Damen und Herren, Joe Biden hat oft gesagt, dass Amerika zurück sei. America is back, wenn es um Klimapolitik geht. Der Präsident hat kurz nach seiner Amtseinführung verkündet, dass die USA dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten. Erst jetzt ist eine Energiepartnerschaft zwischen der deutschen Regierung und Kanada besiegelt worden. Können wir die transatlantische Klimabrücke aus dem Jahr 2008 wieder aufbauen und erweitern und sie nachhaltig gestalten in einem Rennen gegen die Zeit? Was sind die Chancen einer stärkeren Kooperation im Bereich der Erneuerbaren? Wir wollen diese Fragen diskutieren. Und ich bitte unser Publikum, unsere erste Mentimeter-Frage zu beantworten, unsere erste Umfrage an das Publikum. Wenn Sie ein registrierter Teilnehmer sind, dann werden Sie die Frage auf Ihrem Bildschirm unter dem Slido-Fenster sehen und können so die Frage beantworten. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Zunächst wollen wir unsere Rednerinnen und Redner begrüßen. Und die Intros werden sehr, sehr kurz sein, denn wir haben einen sehr straffen Zeitrahmen. Frau Kadri Simpson, EU-Kommissarin für Energie, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Auch der Sondergesandte des US-Präsidenten für das Klima, John Kerry, ist nach wie vor bei uns. Danke, dass Sie weiter dabei sind. Der kanadische Minister für natürliche Ressourcen, Seamus O'Regan, ist bei uns. Außerdem der italienische Außenminister, Luigi Di Maio. Und schließlich Deutschlands Minister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier. Er ist bei uns aus seinem Büro. Ich möchte auch unsere Techniker fragen, ob wir die Ergebnisse der Befragung anzeigen können. Die Frage lautet, in welchem Sektor würden Sie persönlich Geld investieren bei der transatlantischen Partnerschaft? Grüner Wasserstoff ist hier ein klarer Kandidat. John Kerry hat von der Batteriefabrik hier vor Berlin gesprochen. Tesla investiert dort, elektrische Mobilität, Solarenergie, Windenergie, Speicherung und so weiter. Ein paar Begriffe, die unser Publikum genannt hat. Vielen Dank dafür. Ich möchte nun unsere interaktive Diskussionen beginnen. Wir haben einen straffen Zeitrahmen, also werden wir wirklich versuchen, kurze Statements von 3 Minuten oder weniger zu haben. Ich beginne mit unserem Gastgeber Peter Altmaier. Bitte. Hallo zusammen. Guten Nachmittag, guten Abend, je nachdem, wo Sie sind. Es freut mich sehr, dass ich ein so hochrangiges Panel hier begrüßen darf. Die Rede John Kerrys hat mich sehr inspiriert. Es war ein klares Signal für Einsatz und Führungsstärke. Und wir müssen Führungsstärke zeigen, denn wir sind nun in einer Situation, in der wir hoffnungsvoll sein können. Der politische Wille ist da. Dennoch haben wir ein sehr kurzes Zeitfenster, um zu handeln. Wir mussten
den Berliner Energiewende-Dialog aufgrund der Corona-Pandemie letztes Jahr als physische Veranstaltung absagen. Und jetzt muss ich sagen, dass es mich sehr freut, dass so viele tausende Menschen auf der ganzen Welt unsere Diskussion online folgen können. Junge Menschen, Menschen aller Generationen, Menschen in Entwicklungsländern, in Schwellenländern und in Industrieländern. Und wir müssen zeigen, dass wir in der Lage sind, dass wir tatsächlich handeln können und unsere Versprechen einhalten können. John Kerry hat gesagt, dass wir etwa nur ein halbes Jahr haben, um all die nötigen Entscheidungen zu treffen, um ein erfolgreiches COP-Meeting in Glasgow abzuhalten. Das ist sehr wichtig. Die Amerikaner sind zurück und wir haben viele Länder, viele Industrieländer, die sich zur Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet haben. Wir haben den grünen Deal der Europäischen Kommission. Es war etwas seltsam für Europa, einen Alleingang im Bereich Klima zu gehen. Doch jetzt gibt es einige andere Länder, die sich ebenfalls dazu bekannt haben. Klimaschutz ist vielleicht auch billiger auf diese Weise. Klimaschutz kann auch schneller gelingen, als wir das bisher dachten. Alle Schlagwörter, die von Melinda genannt worden sind, sind von so großer Bedeutung. Die Energiewende ist eine systemische Herausforderung. Und wir müssen den Kohleausstieg, den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern so schnell wie möglich hinbekommen. Wir müssen sicherstellen, dass Sektorenkopplung funktioniert und zwischen den Sektoren, in denen viel Energie verbraucht wird. In Deutschland haben wir hohe Einspeisetarife, die auch sehr teuer waren, als Faktor genutzt, um die Energiewende voranzubringen. Und nun sehen wir Entwicklungen in vielen anderen Ländern. In Deutschland war vor 10 Jahren die Solarenergie mit 10 Cent pro Kilowattstunde noch teuer. Jetzt sind es nur 4. Jetzt haben wir dann auch bald keine Einspeisetarife mehr. Wir müssen die Kooperation als Chance begreifen. Wir müssen neue Initiativen für Wasserstofflösungen nutzen. Wasserstoff ist oft ein fehlender Link, ein fehlendes Element. Wenn wir Industrien und ganze Branchen transformieren wollen, wenn wir den grünen Deal erreichen wollen, wenn wir eine grüne Chemie, eine grüne Metallindustrie erreichen wollen, dann wird grüner Wasserstoff eine große Rolle spielen. Grüner Wasserstoff, der aus Erneuerbaren gewonnen wird. Wir wissen, dass wir grünen Stahl produzieren können, dass wir in vielen Bereichen grüne Produkte produzieren können. Und wir sehen hier klare Chancen, Chancen für Unternehmen, ihre eigene Transformation zu bewerkstelligen. Wir müssen auch sicherstellen, dass erneuerbare Energien erschwinglich bleiben. Wir müssen zeigen, dass industrielle Länder, Industriestaaten, wettbewerbsfähige Wirtschaften, Volkswirtschaften zusammen mit Klimaschutz voranbringen können. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. John Kerry hat betont, wie wichtig es ist, jetzt schnell zu handeln. Und es stimmt, nach 30 Jahren großer Anstrengungen haben wir festgestellt, dass wir schon viel erreicht haben. Dennoch sind wir noch viel zu langsam. Wir müssen schneller handeln, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Wir können uns keine weiteren Verzögerungen leisten. Wir müssen das nächste Jahrzehnt nutzen, um voranzukommen. Und wir müssen den Investoren
klar sagen, dass dies keine Mode ist. Es ist eine wichtige Politik unserer Länder. Und daher freut es mich sehr, dass wir dieses transatlantische Panel veranstalten, in dem wir gemeinsam diskutieren können und unsere Kräfte bündeln können, um mit Ländern wie Südkorea, Japan, China und vielen anderen und den Vereinigten Staaten und Kanada zusammenarbeiten können und den Wandel hinbekommen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Altmaier. Wir möchten weiter darüber sprechen, wie wir Wohlstand mit Klimawandel vereinen können. Jetzt möchte ich einen weiteren Input für unsere Diskussion einführen. Als G20-Präsidentschaft in Italien dieses Jahr eine wichtige Rolle haben. Ich möchte nun den italienischen Außenminister Luigi Di Maio bitten, ein paar Worte an uns zu richten. Vielen Dank, Frau Crane. Vielen Dank den Veranstaltern dieses Berliner Energiewende-Dialogs 2021. Danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich ein so hochrangiges Podium Teil eines so hochrangigen Podiums bin. Ich muss bald nach meinen einleitenden Worten leider die Sitzung verlassen. Ich kann vielleicht nicht für die Q&As mitbleiben. Es tut mir sehr leid. Wir haben heute die Chancen der transatlantischen Kooperation im Kampf gegen den Klimawandel zu diskutieren. Und wir müssen den Klimawandel adressieren. Wir haben im letzten 150 Jahren einen großen Wandel gesehen. Klimawandel ist nicht einfach nur ein natürlicher Prozess. Die Menschheit ist mit zu großen Teilen verantwortlich für diesen Klimawandel. Und ich möchte den Wert der transatlantischen Kooperation im Klimaschutz unterstreichen. Die Internationale Energieagentur sagt, dass 2019 vor der Corona-Pandemie 33 Gigatonnen CO2 ausgestoßen wurden. Die USA, Kanada und Europa, Japan, Südkorea und Australien sind das Zuhause von einem Siebtel der Weltbevölkerung. Dennoch verursachen sie mehr als ein Drittel dieses CO2-Ausstoßes. Dennoch haben diese Länder in den letzten Jahren einen Rückgang der CO2-Emissionen im Strombereich gesehen. Und das ist vor allem auf die zunehmende Rolle der Erneuerbaren zurückzuführen, auf den Wandel von Kohle hin zu Erdgas. Und wir müssen nun unsere Wirtschaft dekarbonisieren, um klimaneutral zu werden. Grüne Finanzierungsinstrumente spielen hier eine wichtige Rolle. Wir müssen Anreize schaffen, um hier voranzukommen. Grüne Finanzierung ist in der EU von großer Rolle. Wir geben viele Anleihen aus. Eine nachhaltige Wirtschaft bis 2030 kann Milliarden von Dollar an Investitionen ermöglichen. 43 Billionen. Und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam in einer globalen Anstrengung diese Herausforderung meistern können. Denn es ist möglich, dies zu schaffen. Es ist an der Zeit, dass wir auch die nicht benötigte Bürokratie abschaffen, um hier voranzukommen. Energieeffizienz wird nicht möglich sein ohne administrative Effizienz.
Die neue italienische Regierung hat hier sehr intensiv daran gearbeitet, die Lage zu verbessern. Gemeinsame Werte sind sehr wichtig. Wir haben in den letzten Zeit sehr viele Ressourcen mobilisiert für den europäischen Green Deal im Zuge der Corona-Pandemie. Das Vereinigte Königreich hat den 10-Punkte-Plan für eine grüne industrielle Revolution aufgelegt. Wir gehen alle in die richtige Richtung und das ist eine großartige Neuigkeit. Die transatlantische Gemeinschaft hat großen politischen Einfluss. Sie muss daher die globale Agenda gegen den Klimawandel mitbestimmen. Wir brauchen das Engagement aller Länder. Und ich denke, dass unsere transatlantische Gemeinschaft sehr starken politischen Willen hat, um die grüne Wende voranzubringen. Die Energiewende ist für uns eine große Herausforderung und sie bringt Chancen mit sich, um Innovationen in der Forschung voranzubringen. Wir können gemeinsame Standards schaffen, für wirtschaftliche Lösungen uns einsetzen. Und wir können alle die Ressourcen, die wir haben, auf effektive Art mobilisieren. Wir können im Mittleren Osten, im Westbalkan, Afrika investieren. Und Italien wird verschiedene Ereignisse veranstalten für den Klimawandel. Wir haben ein neues Ministerium für die Umweltwende gegründet. Wir haben damit eine besondere Verantwortung, die wir tragen, um eine Netto-Null-Wirtschaft aufzubauen und die Energiewende hinzubekommen. Vielen Dank für diese Einladung. Vielen Dank, Minister Di Maio. Es tut uns leid, dass Sie nicht den Rest des Panels bleiben können, doch wir haben Verständnis dafür und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der G20-Präsidentschaft. Meine Damen und Herren, wie ich sagte, lautet der Titel dieser Sitzung Game On. Und es werden Stimmen laut, dass wir uns mehr einsetzen müssen. Und jetzt zu den drei Panelisten, die bisher noch nicht gesprochen haben. Was sind die wichtigsten Schritte, die die transatlantischen Partner gehen können, um den Klimaschutz zu beschleunigen, jetzt im Vorfeld der nächsten COP und natürlich auch im Anschluss? Ich beginne mit der EU-Energiekommissarin Kadri Simson. Ich weiß, es ist schwierig, aber wenn Sie schaffen, vielleicht bitte nur 2 Minuten. Danke. Hallo aus Brüssel. Ich werde mich bemühen, doch es ist wirklich sehr schwierig, mich kurz zu halten. Transatlantische Beziehungen sind sehr wichtig. Wir sind Partner. Wir können gemeinsam die Energiewende beschleunigen. Wir brauchen eine klare Richtung. Wir brauchen Führungsstärke. Und es freut mich sehr, dass die USA wieder am Tisch sind. Und letzte Woche haben wir John Kerry begrüßt. Und als ich dir zuhörte, John, hat mich wirklich sehr beeindruckt, welches Echo diese Ziele hatten. Und wir brauchen diese Führungsstärke wieder. Europa will bis 2050 klimaneutral werden. Wir brauchen dafür die richtige Richtung und wir müssen den Moment der Zeit nutzen. Wir müssen
auch im Bereich Gebäude klimaneutral werden. Wir haben Vorschläge eingebracht, um unsere Emissionen bis 2030 um mindestens 55% zu reduzieren. Energieeffizienz, erneuerbare Energien sind weitere wichtige Aspekte. Gemeinsam müssen wir einen globalen Markt für Wasserstoff schaffen, eine Roadmap für die Wasserstoffmarkthochlauf schaffen. Wir müssen auch Methanemissionen reduzieren und wir müssen das auf kostengünstige Weise tun. Wir setzen uns ein für globale Zusammenarbeit. Wir unterstützen die Partnerschaften und die Programme der Internationalen Energieagentur und des UN-Umweltprogramms. Wir brauchen auch ein Instrument, ein Finanzierungsinstrument für diese Vorhaben. Investitionen müssen wir anlocken. Wir schätzen, dass wir Investitionen um 350 Milliarden Euro pro Jahr brauchen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da hinkommen werden. Wir haben das größte Budget in der Geschichte dafür, 1,8 Billionen Euro. Und davon ist ein großer Teil für Klimaschutz vorgesehen. Mit diesem Budget werden wir die Folgen der Pandemie bekämpfen und dabei auch uns für den Klimaschutz einsetzen. Wir müssen auch private Investoren mobilisieren und dafür sorgen, dass nachhaltige Investitionen geschaffen werden. So können wir unsere Ambitionen, den Erfolg unserer Ambitionen sichern. Ich bin sehr zuversichtlich. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Und es ist großartig, dass Sie diese Mission Impossible geschafft haben und sich kurz gehalten haben. Dankeschön, Dr. Crane. Nun zu Ihnen, Seamus O'Regan. Ich möchte mich zunächst bedanken und mich bei den USA bedanken, dass Sie wieder auf der globalen Bühne sind im Klimaschutz. Ich habe mit Präsident Biden gesprochen vor kurzem und ich habe die Antarktis bereist, um zu sehen, welche Auswirkungen der Klimawandel hat. Es ist dort wirklich dramatisch, die Veränderungen, die wir dort sehen. Und in diesem Treffen habe ich gesehen, dass die USA wieder zurück am Tisch sind für den Klimaschutz und dass sie darauf bestehen, dass sie da mitmachen. Und das ist sehr inspirierend. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir alle verstehen, wie wichtig das ist. Wir haben wirklich eine Chance, unsere Bemühungen zu verstärken und die Pariser Klimaziele zu erreichen. Ich bin hier in Neufundland, das ist der östlichste Teil Kanadas und ist schon fast in Europa. Und auf der anderen Seite liegt Toronto. Wir grenzen an den Nordatlantik und wir haben gesehen, dass nach einer Generation durch industrielle Fischerei Arten ausgestorben sind, nach nur einer Generation. Der Wandel hin zu weniger Emissionen findet bereits statt. Und ohne richtigen Investitionen, ohne die entsprechenden gesetzgeberischen Änderungen, wäre das nicht möglich,
gewesen. Ohne Inklusion können wir diesen Moment nicht aufrechterhalten. Wir haben es geschafft, dass wir Innovationen voranbringen können. Und wir brauchen diese Entschlossenheit. Es ist nicht einfach und es wird nicht einfach so geschehen. Es gibt Marktmechanismen, die die Investition vorantreiben. Aber wir müssen Führungsstärke zeigen, um sicherzustellen, dass das funktioniert. Heute Morgen haben wir von der Internationalen Energieagentur, von der globalen Koalition gehört, die sich für den Wiederaufbau einsetzt. Und es geht ja um Inklusion, um das Miteinander. Und wir müssen sicherstellen, dass niemand zurückgelassen wird. Wir müssen zusammen diesen Moment nutzen, um die Wende zu bewerkstelligen. Wir dürfen auch niemanden verlieren. Wir müssen alle zusammen an einem Strang ziehen. Und durch Secretary Kerry und Präsident Biden war klar, dass sie alle sicherstellen, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Vielen Dank. Wir gehen gleich ins Detail darauf ein, aber zunächst möchte ich John Kerry die Möglichkeit geben, etwas dazu zu sagen. Sie haben ein paar Dinge auch schon in Ihrer Keynote angesprochen, aber vielleicht wollen Sie noch einmal die Botschaft unterstreichen und uns ein, zwei Treiber nennen, von denen Sie sagen, das sind die wichtigsten Voraussetzungen, um wirklich den Klimaschutz transatlantisch voranzubringen. Vielen Dank, Melinda. Danke. Vielen Dank für diese guten Anmerkungen. Seamus, es ist schön, dass wir wieder am Tisch sitzen und zusammenarbeiten. Was sind die wichtigsten Dinge, die wir tun müssen? Zuallererst müssen wir die 20 größten Emittenten, aber auch alle Nationen, die nach Glasgow kommen, zusammenbekommen, damit sie ehrgeiziger werden. Und wir müssen nationale Beiträge festlegen zur Emissionsreduktion, die so hoch sind, dass wir das Szenario des 1,5-Grad-Anstiegs am Leben erhalten. Wir brauchen gute Ambitionen, wir brauchen ein Abkommen, dass wir uns darauf zu bewegen. Wir brauchen auch Zuständigkeit, wir brauchen Verantwortung danach, damit es wirklich umgesetzt wird und damit hier nichts einfach grüner dargestellt wird, als es ist und damit die Menschen sich dann nicht wieder abwenden. Und die Nationen müssen also Maßnahmen ergreifen. Und es wäre sehr hilfreich, und da gibt es noch keinen Konsens aktuell, wenn wir einen gemeinsamen CO2-Markt hätten zur CO2-Bepreisung. Aber also der CO2-Preis muss erhöht werden oder wird sich erhöhen, weil der Markt darauf reagiert. Und es werden wirklich vernünftige Geschäftsentscheidungen werden hier etwas bewirken. Also die Privatwirtschaft ist wirklich wichtig für unsere Fähigkeit, dies zu erreichen. Keine Regierung hat genug Geld und keine Regierung allein kann dies schnell erreichen. Die Privatwirtschaft treibt Innovationen an und Forschung. Und wir müssen diese Energie aufgreifen. Das ist nichts, für was wir uns schämen müssen. Das müssen wir auf die bestmögliche Weise tun. Wir müssen dieses Kapital, was es gibt, nutzen. Und in unserem Team in Washington gibt es auch ein Finanzteam. Und da sind auch Experten drin, die ihr Wissen einbringen. Wir können mit den Finanzinstitutionen, mit dem IWF, der Weltbank, den Entwicklungsbanken der Welt zusammenarbeiten, können neue Finanzinstrumente schaffen, die Investitionen heben, zum Beispiel in den Bereich Transport und auch in die Energieerzeugung, Stromerzeugung. Und das führt natürlich auch zu Umsatz. Und das kann dann Billionen Dollar generieren. Also wir brauchen eine globale Anstrengung, um wirklich neue Technologien, neue Entwicklungen zu finden.
Selbst wenn wir Klimaneutralität bis 2050 erreichen, müssen wir immer noch das CO2 aus der Atmosphäre holen. Wir brauchen also neue Technologien, zum Beispiel direkte Speicherung von CO2 aus der Luft zum Beispiel. Und es gibt Nebenprodukte von fossilen Brennstoffen. Und wenn diese Nebenprodukte, also das CO2, komplett gespeichert werden und gebunden werden, dann, also um das zu schaffen, müssen wir unsere Fähigkeit steigern, das zu tun in den nächsten 10 Jahren. Wir brauchen neue Technologien, zum Beispiel auch Wasserstoff. Also wir haben ja eben gesehen, wie Wasserstoff groß aufgeleuchtet ist. Das ist wirklich eine große Hoffnung. Also ganze Wirtschaftszweige können sich darauf aufbauen. Und auch Teile der Infrastruktur, die in der fossilen Brennstoffindustrie existiert, kann auch für Wasserstoff genutzt werden. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Dinge. Die Länder müssen dieses Jahrzehnt, also die 2020er Jahre, zu dem Jahrzehnt machen, wo wir das tun, was nötig ist, um die Kurve zu heben. Das sind meine Gedanken zu diesem Thema. Ja, vielen Dank. Noch eine Runde mit kurzen Fragen und kurzen Antworten, um mehr ins Detail zu gehen zu dem, was Seamus O'Regan sagte, nämlich zur Inklusion. Wir hatten eine andere Wortwolke heute, wo Inklusion das größte Wort war. Ich möchte Sie also alle fragen, wie wir Klimaschutz zusammenbringen mit Gerechtigkeit und Inklusion. Und ich möchte beginnen mit Peter Altmaier und Sie fragen und Sie bitten, dieses Thema anzusprechen. Wie bleiben wir also wettbewerbsfähig? Wie können wir Klimaschutz unternehmen und wie können wir die Menschen mitnehmen? John Kerry hat es in seiner Keynote angesprochen. Er hat die wirklich starken Entscheidungen, die von Deutschland getroffen wurden, bei der Kohle gelobt. Aber viele Klimaaktivisten werden sagen, das ist immer noch zu langsam. Also wie sehen Sie das? Wie kann man das zusammenbringen, diese verschiedenen Ziele? Zuallererst ist es wichtig, Entscheidungen zu treffen. Wir haben die Entscheidung getroffen, aus der fossilen Kohleverstromung auszusteigen. Uns wurde gesagt, das ist zu spät, aber jetzt sehen wir, es geht viel schneller. Der zweite Punkt ist also dieses Zusammenbringen verschiedener Ziele. Wir als Industrienationen müssen die Geschäftsmodelle zur Verfügung stellen, die Entwicklungsländern, ärmeren Ländern helfen kann, von der Energiewende, von Klimaschutz zu profitieren. Zwei Beispiele. Erstens Offshore-Windenergie. Wir haben die Windenergie auf See in Deutschland entwickelt und wir haben gesehen, dass das mittelfristig entwickelt werden kann zu null Zusatzkosten. Und dann schaut man sich die Küstengewässer an, überall in der Welt. Und da gibt es enormes Potenzial für den Bau neuer Windanlagen auf See. Und das würde den Entwicklungsländern wirklich helfen. Denn sie haben nicht genug Strom, erneuerbaren Strom. Sie sind abhängig von fossilen Brennstoffen, fossiler Stromerzeugung aus anderen Ländern. Zweites Beispiel, hier geht es um Wasserstoff. Alle haben dieses Thema angesprochen. Grüner Wasserstoff kann uns in vielerlei Hinsicht helfen. In den Industrienationen haben oft nicht genug Raum, weil sie stark bevölkert sind. Und daher importiert Deutschland etwa 70% seiner Primärenergie. Das bedeutet, dass Öl- und gasproduzierende Länder ihre fossile Produktion nach und nach umstellen können durch die Produktion von grünem Wasserstoff. Die Entwicklungsländer können dann das als Geschäftsmodell nutzen und grünen Wasserstoff produzieren. Das ist etwas, das dann möglich wird. Und zum letzten Punkt, Elektromobilität. Tesla wurde von John Kerry angesprochen. Vielen Dank dafür. Es ist ein amerikanisches Unternehmen und auch das wertvollste Unternehmen in diesem Bereich in der Welt. Aber es wird jetzt quasi ein amerikanisch-deutsches
Unternehmen, denn es investiert in eine Batterieproduktion und auch in diese Megafabrik in Berlin-Brandenburg. Und so werden Elektrofahrzeuge langsam billiger als Verbrennungsmotoren. Und das wird natürlich auch den Entwicklungsländern helfen, davon zu profitieren. Das sind also wirklich Themen, bei denen wir weiterarbeiten sollten in den nächsten Jahren. Vielen Dank. Jetzt zu Minister O'Regan. Ich möchte Sie fragen und Sie bitten, ein paar Dinge zu sagen über Arbeitsplätze. Kanada hat hier einen zweigleisigen Ansatz. Sie investieren immer noch sehr viel in fossile Brennstoffe. Und Sie haben über Innovationen in Kanada gesprochen in diesem Bereich. Was sagen Sie zu den Kritikern, dass das die Energiewende verzögert? Nein, überhaupt nicht. Wir hatten ein sehr ehrliches Gespräch darüber. Wir sind sehr pragmatische Leute. Das passiert schon aktuell. Also diese Energiewende und die Reduktion an Emissionen passiert schon. Das heißt, es ist nicht immer einfach und es ist falsch zu sagen, dass wir zwischen perfekt und falsch entscheiden müssen. Wir brauchen das Perfekte und das Gute. Wir brauchen alles, wenn wir die Emissionen verringern wollen. Wir werden nicht über Nacht plötzlich kein Öl mehr brauchen. Und deshalb müssen wir die Emissionen reduzieren, auch durch die Förderung von Öl. Und wieder zurück zu den Menschen. Wieder ist es keine falsche Entscheidung zu sagen, ja, wenn sie sich um die Menschen kümmern in diesen Energiebranchen, dass man dann die Energiewende verzögert. Nein, überhaupt nicht. Das hier ist hier geht es nicht nur um Mitgefühl. Diese Menschen machen eine harte Arbeit. Also als ich mit der mit einer bestimmten Gewerkschaft sprach für Kräne, dann sagen sie, uns ist es egal, ob die Kräne eine Pipeline anheben oder ein Windkraftwerk. Gute Arbeit ist gute Arbeit. Uns ist das egal. Wir müssen einfach nur wissen, auf was wir uns umstellen müssen. Also als die Pandemie kam und auch die Rezession unser Land getroffen hat und auch Öl plötzlich einen negativen Wert pro Barrel hatte, was haben wir gemacht? Wir haben 1,7 Milliarden investiert und wir versuchen jetzt umzurüsten von bestimmte Ölförderanlagen. Und das war etwas, das wir sehr schnell machen konnten. Es war sehr technisch, aber wir haben sehr viele Sportmetaphern verwendet. Und Wayne Gretzky, ein Hockeyspieler aus Kanada, hat gesagt, man skatet nicht dahin, wo der Puck ist, sondern da, wo der Puck hingeht. Und die Märkte bewegen sich. Und man sieht wirklich, dass sie sich stark bewegt haben in dieser Pandemie. Und also Trends haben sich beschleunigt, die es schon vorher gab. Die Märkte bewegen sich stark. Aber die Regierungen müssen sicherstellen, dass die Menschen nicht im Stich gelassen werden. Nicht nur, weil es das Richtige ist, was Regierungen tun sollten, sondern weil es auch hier nicht nur um Mitgefühl geht, sondern es geht hier um die intelligenten Menschen, die sehr viel Genialität gezeigt haben im Energiebereich. Und wir müssen sie jetzt wirklich dazu bringen, Emissionen reduzieren, wo immer wir können. Und all diese Stichworte, die wir gesehen haben, waren toll vom Publikum, zum Beispiel auch Wasserstoff. Also auch wir haben eine Wasserstoffstrategie und wir werden uns auch diese Dinge anschauen. Und das kann uns auch helfen, die CO2-Emissionen zu senken. Deshalb, wenn Sie sich zum Beispiel auch anschauen, was in dieser Wortwolke passiert, Kanada macht all das davon. Und John Kerry hat das richtig gesagt. Wir brauchen einen Preis auf CO2, auf Verschmutzung. Und das ist nicht einfach, auch auf nationaler Ebene, aber wir haben es geschafft und das ist ein sehr essentielles Element, um den Markt zu nutzen und sicherzustellen, dass der Markt die richtigen Entscheidungen trifft. Vielen Dank. Jetzt zu Kommissarin Simpson. Ich möchte Sie fragen,
Folgendes fragen, denn nicht nur Amerika steht ja vor der Herausforderung der Akzeptanz der Energiewende, sondern auch Europa. Wie stellen wir sicher, dass die Dekarbonisierung nicht noch zu einer größeren Diskriminierung der Schwächsten führt, sodass dann bestimmte Länder nicht mehr mitmachen wollen? Grün bedeutet Wachstum und mehr Arbeitsplätze, mehr Geld. Und zwar mehr als nicht grüne Projekte. Deshalb ist die grüne Branche sicherlich eine Branche, die am meisten Menschen einstellen wird in der Zukunft. Jede Milliarde Euro, die investiert wird im Wasserstoffbereich, wird natürlich zu sehr vielen neuen Arbeitsplätzen in der Wertschöpfungskette führen. Also 400.000 direkte und nicht und indirekte Arbeitsplätze werden geschaffen. Solarkraft und See auf Land sind jetzt die billigsten Formen der Energieerzeugung. Energieeffizienz ist wichtig und Erneuerbare sind wichtig. Sie helfen, auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Importen zu reduzieren. Und so können dann auch mehr Arbeitsplätze im Inland geschaffen werden. Und das ist natürlich eine Win-Win-Situation für die Wirtschaft, weil natürlich auch weniger ausgegeben wird für die Importe. Aber natürlich werden auch einige Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist unumgänglich. Aber so war es bei jeder industriellen Revolution. Der Unterschied heute ist, dass wir heute bereit sind dafür. Es ist ein Übergang, den wir selbst gestalten, und wir sind bereit für ihn. Und deshalb wird es ein gerechter Übergang sein, wo niemand im Stich gelassen wird. Kein Arbeitnehmer, keine Region. Und wir werden die Schwächsten schützen. Wir haben sehr gute Expertise entwickelt mit der Initiative im Kohlebereich. Daher haben wir jetzt eine neue Initiative auf den Weg gebracht mit Industriepartnern. Und wir fördern auch das Programm für einen gerechten Übergang in unseren Nachbarländern, in ihren Kohleregionen, in der Ukraine und im Balkan, damit auch die Bewegung hin zur Klimaneutralität in diesen Ländern passiert. Und wir stellen auch finanzielle Unterstützung für diesen Wandel bereit. Wir versuchen auch auf weltweiter Ebene Lösungen zu entwickeln, und wir glauben fest daran, dass es sehr viel einfacher wird, zu einer grünen Wirtschaft zu kommen, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten und uns austauschen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und das letzte Wort hat John Kerry. Sie haben in Ihrer Keynote natürlich schon über grüne Arbeitsplätze gesprochen und das riesige Potenzial. Vielleicht stelle ich Ihnen deshalb eine etwas andere Frage zur Situation vor Ort in den USA. Natürlich ist es immer noch ein sehr tief polarisiertes Land. Sie haben eine sehr knappe Mehrheit im Kongress. Erzählen Sie uns ein bisschen darüber, also wie zuverlässig die USA sein kann in der Zukunft. Natürlich gibt es auch ein bisschen Sorge in Europa, dass das Pendel zurückschwingen könnte in die andere Richtung. Vielleicht können Sie, bevor wir dieses Panel beschließen, noch ein paar Worte dazu sagen. Selbst unter Donald Trump, er hat sich entschieden, aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten. Also selbst gab es viele, also 38 Staaten, die gesagt haben, ja, nee, wir bleiben dabei. Also diese 38 Staaten und etwa 1000 Bürgermeister in den USA sagen, nein, wir bleiben dabei. Ein Tag, nachdem Donald Trump ausgestiegen war und gelogen hat über die Gründe, warum er ausgestiegen ist, gesagt hat, es wäre eine zu große Belastung, aber es war keine Belastung für niemanden. Also alle haben ihre eigenen Pläne geschrieben, zum Beispiel ExxonMobil
ein großes Unternehmen, das eigene Pläne aufgestellt hat. Und also das heißt, dass der Großteil der amerikanischen Wirtschaft und der politischen Stelle alle teilgeblieben sind des Abkommens. Also das ist wirklich ein bisschen übertrieben. Wir haben weiter gekämpft. Also nachdem Trump ausgestiegen war, hat zum Beispiel Governor Brown und Cuomo in New York gesagt, ja, wir kämpfen, um drin zu bleiben. Wir haben eine Klimabewegung in den USA. Also die Menschen haben sich natürlich Sorgen gemacht. Aus einem zweiten Grund. Denn die Investitionen, die es braucht, also die Billionen an Dollar und die neuen Chancen, die wir beschrieben haben, also neue Technologien, neue Arbeitsplätze. Also Millionen Menschen arbeiten im Bereich fortschrittlicher Technologien in den USA. Das ist mehr als im Einzelhandel. Es ist zweimal so viele Menschen wie in der Hotelbranche und dreimal so viele Menschen wie in der Öl- und Kohleindustrie. Das ist die Zukunft. Und kein Politiker wird in 2 bis 3 Jahren kommen und das noch einmal umändern können. Also das, was große Unternehmen und Regierungen sich verpflichten. Die Frage ist aber, wie kann man das fair gestalten? Es ist ein bisschen tragisch und wir leiden in den USA und deshalb sind wir sauer. Deshalb gibt es Polarisierung im Land. Alle sind wütend. Alle sagen, es muss etwas getan werden, denn das System ist unfair. Die Globalisierung hat wirklich dazu geführt, dass viele Menschen sehr reich geworden sind, aber die Arbeiter kommen nicht über die Runden, können ihre Kinder nicht auf die Schule schicken und so weiter. Also alle in der Welt haben schlechte Gefühle gegenüber ihren Regierungen. Und in zu vielen Regionen, ganz besonders in unserem Land, also Europa ist in diesem Bereich besser als wir. Also Präsident Biden hat jetzt einen Aufschwungplan aufgestellt von 1,9 Billionen Dollar. Und die Menschen kriegen $1,400, um ihre Rechnungen zu bezahlen, um Lebensmittel zu kaufen und durch die Covid-Krise zu kommen. Und so etwas verändert Einstellungen und das stärkt natürlich auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und die Wahrheit ist, dass die Menschen sich in den letzten Jahren nicht genug damit beschäftigt haben. Deshalb hat man diesen nationalen Populismus in Europa und auch in anderen Teilen der Welt. Wenn die Regierungen sich das anschauen, und deshalb kämpfen natürlich auch die Menschen für Gerechtigkeit in dieser Klimakrise. Es muss fair gestaltet werden. Wenn man ein gutes Gehalt hat, dann wird es sehr viele große Beschäftigungschancen geben. In den USA haben wir nicht einmal ein nationales Energienetz. In dem Zeitalter des Quantencomputing können wir nicht einmal Energie von einem Teil des Landes in den anderen schicken. Und zum Beispiel auch Menschen, die im Stahlbereich arbeiten und in der Baubranche. Also es wird sehr viel getan werden in diesen Bereichen, wenn wir unser Land wieder aufbauen. Und ich glaube fest daran, dass das wirklich den größten Wandel, den wir in letzter Zeit gesehen haben, also viel größer als im Jahr 1990, als es das Aufkommen der Computer und der Handys gab. Das hier ist viel, viel größer. Es geht darum, wie man es schafft, dass Millionen Menschen ihr Haus heizen können und sich die Frage stellt, welche Brennstoffe wir einsetzen. Also jede Wirtschaft in der Welt wird die Auswirkungen spüren. Vorausgesetzt, dass ihre Regierungen mitspielen. Und darum geht es natürlich auch in Glasgow. Es geht darum, die Welt zusammenzubekommen, also etwa 100 Länder, die sich für diese Zukunft entscheiden. Darum geht es. Vielen Dank, John Kerry, für diese wieder inspirierenden Abschlussworte zu dieser Podiumsdiskussion. Vielen Dank, Minister Regan, Minister und auch Kadri Simpson. Peter Altmaier musste leider zu einer anderen Sitzung.
und ist schon früher gegangen. Aber vielen Dank für diese energiegeladene Diskussion.